Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xenoblade Chronicles 3. Ja, beim letzten Mal haben wir unserem Chaoten-Duo in Doren und Bambam geholfen. Bambam ging's nicht gut und nach unserer Hilfe ging es ihm wieder besser. Das Chaoten-Duo ist wieder auf Reisen. Hoffentlich sehen wir sie nie wieder. Und wir haben den Leftness, der hier zusammengebastelt werden sollte, mal endlich zusammengebastelt. Also der ist jetzt repariert und dort ist auch direkt eine weitere neue Quest. Und die tun wir uns jetzt als erstes an. Darauf folgend wollen wir die Quest von Sigiri angehen, ihre Kolonie hier in das Gefängnislager umzusiedeln. Es klingt fies, aber es ist netter gemeint, als es gedacht ist. Nichtsdestotrotz, ich gehe aus dem Bild, Zeit für Quest. Auch wenn es wahrscheinlich zum Scheitern verurteilt ist. Du siehst unglücklich aus. Irgendwas macht dich unglücklich. Ach so, einfach nur müde. Nee, bei uns waren sie ja in den paar Sekunden fertig. Kenn ich. Also mit Batterien, dass die mal schnell leer sind. Also nicht von der Switch. Ich kenne das Meme, dass die Switch keinerlei Energie hat. Bei mir hält sie Stunden. Mehrere Stunden, fast den halben Tag. Nein, nicht schon wieder, bitte. Auf Deutsch nochmal. Aber wahrscheinlich von irgendeinem Besonderen. Kann sein, dass ich den schon längst platt gemacht habe. Ich nehme die Quest übrigens nur an, wir kümmern uns um das andere. Oh, so that's how they're doing. Jetzt wollten wir zum Straflager.
Was ist denn los? Genau um das wollten wir uns ja kümmern, ne? Scheinbar ja. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Dann mal jetzt runter in das Gefangenenlager, diesmal wirklich. Oh, hier ist auch noch Information. Okay, dann müssen wir uns erst die Informationen anhören. Gefangene im Schloss. Da kamen wir ja überhaupt nicht raus. Okay, hier ist irgendwo noch was zum hören. Ganz vergessen, dass hier das Schloss auch noch ein Bereich ist. Und noch eine Information. Ah, ich musste gerade erstmal suchen. Hier ist die Information. Hat mir nicht schon Leute zurück zur City gebracht? Gerüchteküche können wir uns ja anhören, sobald wir da unten fertig sind. So, ich glaube, ansonsten will hier keiner was von uns. Dann können wir jetzt hier runter. Wait, please. Multiple heat sources detected. Lifeforms are inside. Einfach durchbrechen, würde ich sagen. Ach, die sich von den alten Zwängen nicht losreißen können. Halt nicht mehr. Der will immer noch Leute wie Dreck behandeln. Ich glaube, es hackt. Okay, der hat es verdient, dass wir ihn einen auf die Nase geben. Klingt nach einer Idee. Ich schließe mich der an. Ich steck euch gleich da rein.
über dieselbe Art, wie wir beim ersten Mal rein sind. Würde ich sagen. Tja, hier war der Reisepunkt noch offen. Ich komme auch anders rein. Hätte ich gedacht, dass ich nochmal so hier rein muss. Muss ich die Leute hier K.O. schlagen? Ich glaube... Nee, doch, muss ich nicht. Ich dachte erst, ich muss jetzt hier alle verprügeln, aber ich glaube, es reicht aus, wenn ich einfach nur die Obermacker mal eben kurz K.O. schlage. Shall we deal with this? I'll draw the reinforcements. Irgendwie mal die anderen. Jetzt gibt's eins auf die Nase. Ihr habt sie nicht mehr alle. Die mache ich so fertig. Oh, ich darf hier nicht so sehr die Kombo machen, die ich will. Einfach auf den Overwerter einprügeln. Das war ein schneller Kampf. Essen genug ist da. Sicherheit. Und Ort zum Schlafen. Hätten die mit dem Hobo nicht einfach komplett durch das Gitter brechen können? Ich meine, wir sprechen hier von einem scheiß Mech. Der wird ja wohl ein paar Eisenstäbe kaputt kriegen. We're going up in the world. Okay, jetzt sind die Nummerleute alle hier. Ja. Nein. Ja, verständlich, dass die so denken. Sehr verständlich. Hier gibt's eine Kantine. Better make sure we're well rested. Was können wir denn hier an neues Essen? Nährstoffblock. Ekelhaft. I'll start, shall I? Bitte sagt, dass unsere Köchin daraus was Nahrhaftes machen kann. Bilberzungenblock. So that's a new recipe, then. Let's bounce. Das klingt doch schon appetitlicher.
Ja, das Gebiet will halt keiner mehr, ne? Das ist eigentlich perfekt für die. Wen hat sie nicht gefunden? Entschuldigung? Ich glaube, die mag uns nicht. Sind ja nicht viele zu bequatschen hier. Ihr müsst den Kontakt nicht abbrechen. Wie soll ich mit anderen anfreunden und nicht die Kontakte versuchen zu unterbinden? Ist hier oben eigentlich irgendwas? Ich meine, mittlerweile kann ich ja jetzt auch hier oben rum. Also klar, so ein Gefängnis halt... Neues Zuhause ist natürlich jetzt nicht das angenehmste auf der Welt, aber sie haben auch nicht unbedingt viel an Auswahl, die Kameradschaft hier. Ich meine, die waren vorher eine komplett geheime Kolonie, so gesehen. Und vor allen Dingen eine Attentäter-Version auch noch zusätzlich. Dass der noch hier sitzt. I see some relations have changed. Er will nicht reden. Wo ist denn der Kamerad, mit dem wir reden müssen? Will ich mit Sigiri selbst eventuell sprechen? Ich glaube schon. Warte mal, ich nehme sie einmal ganz kurz aus dem Team. Ich nehme einfach mal ihn und das Team so lang. Das freut uns. Aber wo ist die Person, mit der wir hier eigentlich reden wollen? Ach, könnte es sein, dass die auch da draußen irgendwie gammeln? Da, wo wir vorher immer diese Jagden machen mussten. Ich bleib gerade übrigens extra aus dem Bild, weil wir haben gleich so oder so eine Sprachsequenz vor uns. Tatsache, hier draußen gammelt einer von denen am Tor. Und die Person ist die mit den Informationen. Ich dachte mir schon, vielleicht gammelt sie hier am Tor zu dem ganzen Gebiet. Ja, ich verstehe schon, was die meinen. Sounds pretty serious. Ja, die war schon sehr beeindruckend. Ja, die Sorge könntet ihr euch echt sparen. Na gut, dann gehen wir mal besprechen. Wir haben einige Sachen zum Bequatschen. Und für das ein oder andere muss ich auch noch die Charaktere durchwechseln. Na gut, erstmal hier das hier. Ja, irgendwo verständlich. Die sind halt in ein Straflager umgezogen. Es ist zwar geeignet für sie, aber irgendwie halt auch ein bisschen leer.
Richtig. Es fühlt sich halt nicht wie eine Kolonie an. Es fühlt sich nicht wie eine Kolonie an. Ja, dass es hier halt nicht mehr wie ein Gefängnis aussieht. Ich finde die Idee super. Da bin ich gespannt. Wir könnten auch noch die anderen Sachen besprechen, aber das würde ich mir eher fürs nächste Mal aufheben. Ich meine, einige von dem, was wir hier halt zu besprechen haben, sind halt auch alles Nebenquesten. Und wir werden sowieso noch mal durch alle Kolonien noch mal durchstreifen. Und gucken, dass wir überall alles noch mitnehmen, weil wir knapp vom Ende vom Spiel sind. Dass wir halt wirklich jede Quest mitgenommen haben. Wie gesagt, das Spiel ist nicht mehr sonderlich lang. Wir sind im letzten Kapitel, Leute. Wie wäre es, wenn ihr damit anfangt, euch allen Namen zu geben? Ein paar Freiwillige finden wir wahrscheinlich. Ihr wisst schon, dass ihr aus diesem Kriegsding raus seid, seit die Flammenuhr kaputt ist. Ich bin für eine Revolte.
Dann wird Zeit für eine Umgestaltung. Oh, ich glaube, ich weiß, wen er meint. Na gut, dann auf zu dem Nopon. Nopon gefunden. Ich sehe keine zweifelhaften Gestalten mehr. Der Name sagt schon, dass man ihn eigentlich nicht kann. Ich glaube, da brauchen wir wirklich die Hilfe der anderen Kolonien für. Und das Monster dürfen wir jetzt verkloppen gehen. Verstehe schon. Das lässt sich einrichten. So, wir sind unserem Zielort nahe. Gut, dass wir mittlerweile durch die Giftgrütze einfach durch können. Das macht alles erheblich einfacher. Nein, lass mich in Ruhe, ihr scheiß Robos. Haut ab! Ich muss den Gorilla da verprügeln. Oh, der kann ja gar nichts. Okay, den haben wir schnell tot. What in the world has that thing been stealing? Der wird nicht lang durchhalten. Ich meine, wir sind 20 Level über ihm. Guck mal, ist jetzt schon halb tot. Supreme.
Und kaputt. All under control. Something so valuable here. Das Eder können wir uns auch noch mitnehmen und dann wieder zurück zu Krediti. Was genau haben wir ihm jetzt eigentlich zurückgebracht? Ach so, so ein Rechenschieber wahrscheinlich. So, ist das Vieh, was geholt werden muss? Ich glaube nicht, dass ich das hab. Keine Einwände, ne? Der macht einfach. Ist nur ein bisschen verklemmt, der Junge. Und ihr sagt mir jetzt nicht, dass es wieder so eine Questreihe wie mit Waldi und seinem Riesenrobo. Oh, so that's how they're doing. Warte mal. 500.000 wollte er haben, 92.000 haben wir. Ich sag doch, wir haben nicht genügend. Es gab ja jetzt die Option mit Ratenzahlung, ne? Ich sehe übrigens noch was anderes. Ich kann hier mal ändern. Das mache ich einfach bis zur nächsten Folge. Wir können noch was anderes gucken. Und zwar genau das hier. Dass wir hier mit denen ein bisschen das steigern. Fossilien. Das war das Hundere. We got it all, as requested. I hope it made them happy.
Und im Lager gehen die Vorräte aus. Ja, ihr könnt haben. Da müsste die Stufe doch hochgehen. We got it all as requested. Ja gut, ne? Mit denen das spezielle Zeug zu haben, das ist ein bisschen mehr Aufwand. So, wie hoch ist denn jetzt die Koloniestufe? Hier bei Kolonie 0. Great guys, keep this up. Oh, fast Stufe 4. Zumindest ein bisschen gut gestiegen. Ja gut, ne? Ich würde mal sagen, hier machen wir für heute Schluss. Bei mir ist der Part jetzt schon ein bisschen länger geworden. Wir können ja beim nächsten Mal die ganzen Informationen und so weiter durchgehen. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.